So, hallo meine Lieben, ich melde mich zurück mit einem neuen Video. Und zwar durfte ich eine Kooperation eingehen mit der Firma Magi Deals oder Magic Deals. Also wenn noch ein C dabei wäre, wäre es Magic. Und zwar haben die viele, viele verschiedene Handtaschen. Die haben Gürteltaschen, Taschensets, Ledertaschen, Männertaschen, Sporttaschen, Kindertaschen. Also alles, 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 alles Mögliche. Und ja. Und wie gesagt, ich habe mir auch ein paar Artikel ausgeguckt. Der ist auch total witzig. Gibt es auch als Sarg und als Geist. Die haben auch Portemonnaies. Die haben Kosmetiktäschchen, Plüschtaschen, gestrickte Taschen. Also alles, alles, alles Mögliche. Und ja, ich habe ein paar schöne Sachen mir ausgesucht. Und ich bin wirklich hellauf begeistert. Ich liebe Kooperationen, die halt auch so vielfältig sind, nicht immer nur Diamond Painting, nicht immer nur dies und jenes, sondern dass man von allem irgendwas hat, finde ich total geil. Und ja, wir fangen mal an. Ich möchte anfangen mit Zappel mit diesem Produkt. Und zwar habe ich mir eine Bauchtasche ausgesucht. Die hat so wie so ein Kunstleder-Optik, aber es ist jetzt kein PVC, sondern wie so Kunstleder. Guckt mal, die Reißverschlüsse sind auch regenbogenartig. Dann hat sie hier eine große Tasche und hier unten hat sie eine Tasche. Also eine typische Gürteltasche, ne? Kann man natürlich Größen verstellen. Also so, ich muss ehrlich sagen, ganz dicken Menschen wird es nicht passen, aber mit so einer 48 müsste es noch passen. Ansonsten einfach um die Schulter tragen, würde ich sagen. Und es ist tatsächlich PU, also Polyutre, was weiß ich. Und ich wollte mal gerade hier die Description. Und zwar möchte ich euch dazu noch was erzählen, weil ich habe jetzt hier leider keinen Zollstock. Deswegen wollte ich euch mal was vorlesen, was das so ist. Also es ist Polyester, das Linning, also innen drin ist Polyester, das Material ist PU. Sie ist groß 31 x 18, 5 x 13, verstellbare Gurte und es ist eine Umhängetasche oder Hüfttasche. Tja, genau, sie ist modisch und stylisch. Und wie gesagt, hier das Band, das ist schon recht lang. Das können auf jeden Fall schon dickere Personen tragen, aber wie gesagt, so damals mit 127 Kilo hätte mir die definitiv nicht gepasst. Jetzt mit 76 Kilo ist sie mir auf der höchsten Stufe viel zu locker. Also ich schätze mal, mit 100 bis 110 Kilo müsste sie passen. Ein sehr schönes Teil und die sind halt auch metallisch, die Schmetterlinge. Und die haben sogar auch hier so manchmal so zweifarbig. Also wirklich ein ganz tolles Teil. Gefällt mir ultra, ultra gut. Aber ich muss ehrlich sagen, die Sachen, die ich hier ausgesucht habe, die gefallen mir alle arschgut. So, dann habe ich dieses geile Teil und wow, das ist so mega, mega cool. Übrigens, hier die Tasche, die hat 1,24 Pfund gekostet. Nur 1,24 Pfund, ne? Und die hat gekostet 2,85 Pfund. Und guckt mal, die hat hier hinten schon eine Tasche. Und da passt ja definitiv. Also so groß wie ein so. Ich bin jetzt komplett drin. Oben bin ich komplett drin und hier bin ich komplett drin. Also Reisepass oder so passt rein. Hier haben wir noch ein Lüftungsloch. Und guckt euch die mal von vorne an. Wir haben hier noch eine Tasche. Die ist auch so vollflächig. Dann haben wir hier noch eine Tasche. Und vor allen Dingen guckt auch mal, wie schön dick die Reißverschlüsse sind. Schön aus Plastik. Richtig schön dick, damit man es auch gut benutzen kann. Das ist so, denke ich mal, so ein abweisender Stoff. Oh, guckt mal, ich habe noch eine Tasche entdeckt. Hier ist, wow, ist auch genauso groß. Hier ist noch so eine Tasche mit Knopf. Und dann haben wir hier die Haupttasche. Und da ist innen drin nochmal eine Tasche. Nochmal eine Tasche, wo eine komplette Hand reinpasst.
Also mega geil. Hier unten kann man die sogar noch so 2 cm so ausrollen. Die hat also auch eine gewisse Dicke. Da passt schon echt viel rein. Also mega, mega geiles Teil. Ich bin echt fröhlich, weil die hat auch echt eine schöne Form. So groß ist die, falls ihr das so erkennen könnt. Dann hat die hier einen richtig schönen Stoffgurt. Kann man natürlich auch Größen verstellen. Und das ist halt eine, die man so schräg über den Rücken oder schräg über die Brust trägt. Und kann ich euch auch mal gerade zeigen. Zum Beispiel so kann man die tragen. Und ja, die ist einfach wirklich toll. Und hier haben wir die Größen. 17 cm in der Breite, 11 in der Dicke und 30 in der Höhe. Und es ist Nylon, Innenfutter ist Polyester und ist eine Sling-Brusttasche. Ja, und mehr steht da jetzt auch nicht bei. Auf jeden Fall echt, echt geiles Teil. Mir gefällt auch das Muster. Das gab es auch noch im Bund, aber das fand ich so ein bisschen wieder zu over. Tatsächlich. Schön. Ganz, ganz geiles Teil. So, und dann komme ich noch zu einer Tasche, beziehungsweise ich habe mir ein Taschenset geholt. Und das fand ich einfach von der Farbe auch so schön. Und das hat nur gekostet 6,64 £, also Pfund. Dieses mit diesem L, wo noch so ein Strich ist. Und zwar haben wir das da. Das gibt es auch noch. Und das ist nicht für Kinder, sondern für Erwachsene. Das hat eine wirklich schöne Größe. Der Rucksack ist 29 cm in der Breite, 12 in der Dicke und 43 hoch. Also ungefähr wie ein Eastpak. Hat auch ungefähr so den Stil und die Form von einem Eastpak. Und es ist einfach wirklich mega geil, wie ich finde. Also, es ist wasserdichtes Nylon. Innenfutter ist Polyester, der Rucksack ist 43 x 29 x 12 groß, die Lunchbox-Tasche, das ist die hier, das schauen wir uns gleich von innen an, die hat nämlich so eine Beschichtung, dass man kühle Sachen reinmachen kann, die ist 23 x 20 x 14 und hier dieses kleine Mäppchen ist 10 x 17 x 2 und wirklich mega süß, das hier hat sogar hier noch eine Schlaufe, das ist jetzt da angegeben als Federmäppchen, aber ich würde da, was weiß ich, Binden, bisschen Schminke, Tempos, Tabletten, also alles, was man so als Frau mitführen muss, so würde ich hier rein tun, weil für Schminke, so für Pinsel oder so ist es, oder für Stifte ist es tatsächlich nicht lang genug, aber da passt alles Mögliche durchaus auch rein und ja, Nägezeug oder wenn man irgendwie Maniküre macht, kann man da perfekt was für in den Urlaub reinstecken. Mega cool. Dann haben wir hier diese Kühltasche, die hat hier schon einen Reißverschluss. Dann hat die hier so eine Vordertasche. Und dann hat die innen, wie gesagt, hier so eine Isolationsschicht. Und guckt mal, die hat einen richtig dicken Boden. Und da kann man locker, was weiß ich, Flaschen, Butterbrotdose und reinpacken. Natürlich, das werde ich machen, kann man es auch einfach nur als Kosmetiktasche benutzen für den Urlaub. Duschgel, Bodycream und. Also ein ganz geiles Teil. Wirklich super schön hier noch mit den Henkeln. Man könnte es auch einfach so als Handtasche nutzen. Und ich fand das Muster halt auch so schön. Das gab es auch noch in Quietschebunt und mit Regenbogen und. Aber tatsächlich, mir gefällt ja nicht alles an Regenbogenmuster. Ist total crazy, ich weiß. Aber hier, das hier gefiel mir echt am besten. So, und dann haben wir hier, wie gesagt, wie ein Eastpak. Wir haben hier vorne eine Tasche. Dann haben wir hier eine Tasche, wo man Regenschirm oder eine Flasche reinstecken kann. Hier an der anderen Seite genauso noch so eine Tasche. Dann hat die 2 Reißverschlüsse, oder? Ne, einen. Einen Reißverschluss. Ne, doch 2. Doch, 2. Also 2 Reißverschlüsse hat sie.
die haken noch ein bisschen. So Reißverschlüsse, die so ein bisschen haken, mache ich immer mit ein bisschen Kerze. So. Dann gehen die flüssiger. Und sie hat hier natürlich auch hier diese Regenklappen für über den Reißverschluss, damit da durch den Reißverschluss auch kein Wasser eindringt. Also ist wirklich mega, mega cool. Hinten, war hinten noch was? Genau, hier die Dinger, die haben keinen Anti-Rutsch, sind aber so ein bisschen gepolstert. Der Rücken ist auch ein bisschen gepolstert. Und von innen haben wir einfach nur ein großes Fach. Und hier haben wir aber auch noch ultra genial für Laptop oder Plöcke. Ich habe einen Rucksack aktuell von Chiemsee, glaube ich. Ja, ich glaube Chiemsee. Und der hat auch hier so eine Lasche. Und die sind so ultra praktisch. Ich habe da immer meinen Notizblock drin und noch eine Tüte. Alles, was so jetzt nicht unbedingt knicken soll. Oder ja, es ist wirklich eine enorme Erleichterung, so ein Fach zu haben. Also mega, mega geiles Teil. Freue ich mich total und für nur 6 Pfund, ne? Also knapp 7 Pfund. Ihr müsstet euch das jetzt mal umrechnen. Ich weiß es jetzt leider nicht. Ich müsste mal schauen, ob ich es angezeigt bekomme. Wie viel einer verkauft. Das war ich, ja, denke ich mal. Deutsch. Ich kann jetzt nur Deutsch wählen. Auf jeden Fall 6 Pfund. So, ich muss kurz aufstehen, der Eismann war da. Hab natürlich ein Pflaster im Gesicht, weil ich einen dicken, fetten Pickel habe. Hab nur ein Long-T-Shirt an. Wieder voll der Assi, aber ja, egal. So, und ich bin stehen geblieben. Ich habe noch ein Produkt und das ist so, so geil. Also mein Mann hat sich weggeschmissen vor Lachen und er sagte, boah, das passt so gut zu dir. Er sieht mich schon damit auf der Arbeit. Und ja, ich werde sie tatsächlich auf der Arbeit tragen. $4,12 gibt es in grün und in schwarz. Und schaut mal, oh mein Gott, sind die geil. Guckt euch mal das an. Das sind Schuhe. Schuhe. Und guckt mal, die sind so, so schön dick. Die sind richtig, richtig dick und gepolstert. Ich finde das besonders toll, dass man die Zehen auch nicht zu offensichtlich sieht, weil ich bin jemand, der Füße nicht so gerne mag. Und die sind einfach geil. Das ist jetzt die Größe 38-39 mit einer Schuhlänge, denke ich mal, von 250. Vielleicht ist es auch was anderes. Auf jeden Fall haben die alle möglichen Größen, auch für Männer. Also richtig, richtig ulkig, ne? Super, super geil. Und die sind so komfortabel. Und dadurch, dass die hier auch so ein bisschen erhöht sind, fluppt der Fuß auch nicht raus. Also ganz, ganz geile Teile. Ich liebe sie. Am Anfang, als die ankamen und die Tüte geöffnet haben die tatsächlich auch nach Plastikgummi gerochen. Jetzt gar nicht mehr. Die liegen jetzt 2 oder 3 Tage hier bei mir. Ja, noch länger. Die sind im Urlaub angekommen. Dann habe ich das Paket geöffnet. Also jetzt haben wir Montag, Freitag habe ich es geöffnet. Ja, aber wie gesagt, mega, mega coole Dinger, ne? Ich finde die so, so, so ulkig. Und ja, mal gucken, was da noch als Information beisteht. Die musste ich einfach haben, ne? Sommer Soft Flip Flops, komfortabel heißen die. Und guckt, hier sind die schwarzen. Die hatte ich erst im Warenkorb, weil ich dachte, die grünen, die gibt es nicht in meiner Größe. Auf der letzten Seite gab es die grünen, aber dann doch in meiner Größe. Animal Print, Absatzhöhe flach unter 1 Zentimeter. Nehmen Sie Ihre normale Größe, Größentabelle. Hier hat man eine Größentabelle, welche Größe man bräuchte. Könnt ihr euch einen Screenshot machen. Und ansonsten steht da jetzt nichts bei Hausschuhe, Kunststoff, nix. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Mann, ich liebe sie. Ich ziehe die jetzt auch gleich direkt wieder an, weil die sind toll. Und guckt mal, ich weiß, man sieht es vielleicht gar nicht, aber hier ist noch so eine Erhöhung unter den Zehen. Also die sind nicht einfach nur Platz, sondern die haben hier noch eine leichte Erhöhung. Aber nicht so unangenehm wie neue Birkenstocks zum Beispiel.
Also wirklich geile Teile. Auch hier noch mit den Händchen und so. Oder Flossen, weil ein Fisch hat ja eigentlich Flossen. Vielleicht ist es auch ein Frosch. Ist das ein Frosch oder ein Fisch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas total Ulkiges. Mega süß. Also Machi Deals, danke, danke, danke für die Kooperation, die Sachen. Ich feiere es. Ich feiere es total. Und es war echt schwierig. Ja, also ich hatte schon ein Budget und habe ja auch viele Sachen jetzt da rausgenommen, also daraus herbekommen. Guck mal, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Sachen, wovon eins auch ein Set ist. Und für nur unter 15 oder was habe ich bezahlt? Ich muss mal gerade schauen. Ich habe bezahlt, also nicht bezahlt, aber es hätte den Wert von 14,85 Pfund. Und dafür kriegt man echt schon eine Menge. Also das sind irgendwie 20 Euro, schätze ich. Oder 22 hat man meist so als Budget. Also mega, mega geil, was man da viel für wenig Geld bekommt. Und ich konnte mich kaum entscheiden, weil die haben auch ganz viele Holo-Taschen mit geriffelten und ganz trendige Taschen und Taschen, die aussehen wie Hermel-Taschen und was weiß ich. Also coole Sachen, richtig coole Sachen. Ja, meine Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die sind auch so weich, ne? Die sind echt weich. Ja, also schaut da gerne mal vorbei, verlinke ich euch natürlich alles in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bleibt immer schön fruchtig und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.